Es ist eine unmissverständliche Ansage. Ende des Lockdowns und zwar sofort. Tausende Demonstranten sind in Richmonds Innenstadt gekommen, die meisten rollend auf vier Rädern. Unsere Läden dicht zu machen verstößt gegen die Verfassung. Wach auf, Virginia! Wake up, Virginia! Wut ist zu spüren. Mein Körper, meine Wahl steht auf diesem Schild und auf der Rückscheibe dieses Autos. Unsere Freiheit ist systemrelevant. Schließlich gehe ich auch jeden Tag das Risiko, ein Auto zu fahren, und jährlich sterben in unserem Staat 30.000 Menschen im Verkehr. Sicherheit ist nichts im Vergleich zur Freiheit. Noch versuchen wir es auf friedliche Art. Virginia muss wieder aufmachen. Da sind Millionen Menschen, die unter diesem totalitären Regime leiden. Der Gouverneur ist nicht Gott, er ist kein König, und er ist da, um uns zu repräsentieren. He is the governor, an elected representative of the people. Die meisten Demonstranten halten sich an das Versammlungsverbot und Abstandsgebot, aber nicht alle. Martialisch wirkende Uniformen als Ausdruck der Persönlichkeitsrechte, vielleicht auch als Einschüchterungsversuch. Die sagen auch, wir dürfen in unseren Waffen nicht mehr als 30 Patronen haben, aber das geht sie nichts an. Und niemand sollte das Recht haben, uns zu sagen, was wir dürfen und was nicht. Wenn du eine Waffe besitzen willst, mach es. Wenn du nicht an diese Panikmache glaubst, mach es nicht. Niemand darf Geschäftsleuten oder Waffenrechtsaktivisten Vorschriften machen. Doch die Demonstranten in Richmond bekommen auch Gegenwind. Wenn Leute sich anstecken wollen, fein, ruft dieser Arzt, aber sie bringen auch andere in Gefahr. Streit auf offener Straße, es geht hin und her. Ich sag's noch einmal, wenn du krank bist, geh in Quarantäne. Wenn du Angst hast, bleib zu Hause, und wenn du gesund bist, trag meinetwegen eine Maske, aber geh arbeiten. Die Regierung macht, was sie muss. Ich habe nur Sorge, wenn wir die Wirtschaft wieder zu schnell öffnen, dass es einen Rückfall gibt und noch mehr Leute sterben. In dem von Demokraten regierten Bundesstaat Virginia sind bislang rund 10.000 Infektionen bestätigt. Es gibt 330 Tote. Verglichen mit den US-weiten Zahlen mit mehr als 45.000 Toten relativ wenig. Die Unruhe und Unzufriedenheit in unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt Washington wächst deshalb. Was unser Gouverneur macht, verstößt gegen das Gesetz, und von den Gesundheitsexperten gibt es ja auch nur eine Empfehlung. Und deshalb ruft uns der Präsident auch auf, unseren Staat zu befreien, weil ja klar ist, dass es nicht verfassungskonform ist, uns unter Hausarrest zu stellen. Tyrannei ist immer wieder zu lesen. Während andere Bundesstaaten schon jetzt die Restriktionen lockern, will Virginia die Läden und Geschäfte noch bis Juni geschlossen halten. Zu lange, sagen die Organisatoren des Protests. Das ist komplett unvernünftig. Niemand sonst im ganzen Land hat das vor, nicht mal New York. Und die Prognosen sagen, dass in diesem Fall zwischen 25% und 40% aller mittelständischen Unternehmen pleite gehen würden. Wirtschaftliche Sicherheit oder medizinische Sicherheit? Oder doch beides? Die Diskussion geht weiter, lautstark, und das nicht nur in Virginia.